Darüber sprechen wir jetzt mit Jimmy Hartwig, unserem Welt-WM-Experten. Wie findest du denn die Entscheidung des DFB? Ja, die Entscheidung vom DFB trage ich mit. Der DFB musste zurückziehen, und wenn die Spieler gesperrt wurden, und ein Punktverlust. Also das dient der Sache nicht. Hier soll es um Fußball gehen, es soll um Menschenrechte gehen, aber der Infantino, dieser alte Ganove, hat es wieder so hingekriegt, dass das alles wieder unter einen Tisch geht. Ich reg mich auf, ich weiß, ich bin ein bisschen schnell, aber ich habe mich den ganzen Tag aufgeregt, dass jemanden, die FIFA, eine Macht hat, ein Fußballturnier politisch zu nutzen. Das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Katar hat gesagt, wenn diese Jungs mit der Binde auflaufen, dann haben wir auch ein Problem. Und da hat er sich von denen erpressen lassen. Dann hat er wieder die Fußballverbände erpresst. Ich weiß nicht, wie das weitergeht mit der FIFA. Da werden noch einige Aktionen gestartet, das habe ich mitgekriegt. Ich weiß nicht, wie weit und wie fern sie dann reagieren. Für mich ist das Schlimmste, dass ein Mann wie Infantino diesen Fußball sowas von Misskredit bringt. Das ist sehr, sehr schade eigentlich. Das ist ja eine Machtprobe, machen wir uns nichts vor. Und die FIFA, also Infantino, hat sie heute jedenfalls gewonnen. Aber wir reden doch auch von 7 riesigen Fußballnationen. Deutschland ist dabei, England ist dabei, die Niederlande sind dabei. Wenn die 7 gesagt hätten, wir bleiben hart, dann soll er uns doch mal Punkte abziehen. Und dann fahren wir vielleicht nach Hause. Wäre das nicht eine Möglichkeit gewesen, um diese Machtprobe anzugehen und zu sagen, hier geht es doch auch um unsere WM und auch um den Sport? Sie haben recht oder du hast recht. Es hätten sie machen können. Aber im Grunde hat die menschliche Vernunft, glaube ich, gesiegt. Die Jungs haben sich 4 Jahre, 5 Jahre darauf vorbereitet, länger vorbereitet, auf ein Event Fußball-Weltmeister zu werden. Jeder hat sich darauf gefreut. Dass wir schon im Vorfeld wussten, dass diese WM dieses Land nicht gebraucht hat. Wird es auch nie brauchen. Wenn ich sehe, die Zuschauer verlassen das Spiel von ihrer Mannschaft. Ihre Mannschaft ist es nicht mal wert, dass wir ihnen zuschauen. Die sind sowas von schlecht. Wenn der Weltmeisterschaft nicht im Katar gewesen wäre, wären die gar nicht teilgenommen. Also das ist ein Machtspielchen. Ich weiß, die Macht hat jetzt oder das Ding hat jetzt der Herr Infantino oder die FIFA gewonnen. Aber ich glaube, im Endeffekt hat der Fußball gewonnen. Der Fußball hat gewonnen, hat gezeigt, wir stehen trotzdem zu unseren Werten. Wir stehen dazu, was wir unsere Werten, ob der uns jetzt die Binde wegnimmt oder nicht. Wir haben unsere Werte, das haben alle andere Fußballverbände auch. Die Engländer, ich habe jetzt gerade ein Interview auf BBC gesehen, wo die englischen Fans gesagt haben, wir sind doch eine Macht, wir sind ein Volk, wir lassen uns doch nicht demütigen, indem wir das nicht machen, wir müssen gerade stehen. Aber wie gesagt, du hast den Spielern keinen Gefallen getan. Die wollen einfach in der Fußballweltmeisterschaft spielen. Infantino hätte das Ding durchgezogen, egal wer da mitgelaufen ist, ob die mit 5, 6 Spielern da gespielt hätten. Vielleicht hätte er noch Katar zum Weltmeister gemacht, wenn es geht. Beim Stehen steckst du ja nicht drin. Also ich glaube, der Neuendorf, der Deutsche Fußballbund, hat gut damit getan, das nicht zu machen. Aber ich glaube, da kommt noch einiges auf diesen Infantino zu. Und das wird noch eine größere politische Aktion werden, dass die ganze Welt sieht, wie korrupt die FIFA ist. Jimmy, wenn ich dich da jetzt mal kurz unterbrechen darf. Ich glaube, wie korrupt die FIFA ist, haben jetzt alle schon auch vorher verstanden, vor dieser Aktion heute. Aber hätte man nicht gerade heute mal sagen müssen, weil ehrlich gesagt für mich und ich glaube auch für viele andere zeigt eigentlich, dass die Reaktion heute, dass eben die europäischen Fußballverbände nicht zu ihren Werten stehen, wäre das nicht eben jetzt das starke Zeichen zu sagen, es gibt Wichtigeres als jetzt das, was auf dem Rasen da stattfindet. Das sieht man zum Beispiel an den iranischen Fußballern. Die haben die Hymne nicht mitgesungen vor ihrem ersten Spiel in Katar. Und das ist weitaus mutiger, als mit so einer Binde aufzulaufen. Denn die müssen jetzt deutlich härtere Konsequenzen befürchten, als jetzt nur eine gelbe Karte oder einen Punktabzug. Ich gehe voll mit dir. Das wäre erstmal nächstes Thema gewesen. Die Iraner Mannschaft hat wirklich, Entschuldigung, diesen Ausdruck im Fernsehen, aber auch in der Uhrzeit gucken keine Kinder mehr zu. Die haben Eier in den Hosen gehabt. Die haben sich dahingestellt, wo sie wissen, was in ihrem Land, wenn sie zurückkommen im Land, was da passiert. Sicher hast du recht. Sicher hätte die jetzt sagen können, wir machen das nicht. Aber wie gesagt, ich wäre aufgelaufen mit dieser Binde. Aber ich bin ja nur ein kleines Licht. Es haben diese großen Verbände haben so entschieden, das nicht zu machen. Du hast recht. Einige sagen, sie sind eingeknickt. Einige sagen, ja, die haben recht. Also wo ist jetzt der Weg? Wie kann man es besser machen? Wenn wir das regeln können, wenn wir es besser machen können, sag es mir. Und ich werde es bei unserer nächsten Sendung bei euch im Studio genauso wiederbringen, wie wir das vielleicht mal besprochen haben.
Genau, Eier, wir brauchen Eier, hat Olli Kahn mal gesagt. Und das wäre natürlich jetzt auch nicht verkehrt gewesen. Aber was kann man denn jetzt zumindest noch machen? Das Kind ist in den Brunnen gefallen, aber um noch ein bisschen Zeichen zu setzen, was können die Deutschen, aber letztlich auch alle 7 Teams, die gesagt haben, wir laufen mit dieser Binde auf, jetzt noch an Aktionen machen und das vielleicht das bisschen, was sie noch haben, nutzen auf dieser, während dieser WM in Katar, dass es nicht ganz umsonst ist, dass man auch ein Zeichen setzen kann, ein Signal geben kann? Ich kann den Spielern nur raten, den Mund aufzumachen, sich nicht wegzuducken. Nach jedem Spiel, wenn sie Interview geben, ihre Meinung dazu sagen, ihre erste Meinung dazu sagen, was sie von diesen Menschenrechtsverletzungen im Katar halten, was sie von Infantino halten. Das kannst du machen. Du kannst auch ein Trikot, ich weiß nicht, ich werde es machen. Ich bin noch ein kleiner Ehemaliger, aber die Jungs könnten jetzt einfach ihr Trikot hochheben und dann könnten das einfach dieses Abzeichen von der Binde drauf haben. Und dann wird man sehen, wie der Infantino reagiert oder die FIFA reagiert. Das sind alles so Nadelstiche, die man jetzt setzen könnte. Aber wie gesagt, ich bin nicht zu nah genug dran. Ich werde jedem Spieler raten oder jeder Mannschaft raten, genau dies zu tun. Ein weißes T-Shirt drunter mit dem Emblem dieser Binde. Und dann wird man mal sehen, was die FIFA machen würde. Das wäre ein Zeichen, wo man dann jetzt noch setzen könnte. Jimmy Hartwig, wir danken dir für den Moment jetzt noch zugeschaltet. Du besuchst uns natürlich auch bald hier wieder im Studio und wir sprechen dann mit dir hier vor Ort über die WM. Vielen Dank.